Hallo wieder aus Cebu, heute von Götz, aka Dr. Sommer. Und heute will ich 4 Fragen vom Erwin beantworten aus Düsseldorf. Und wir fangen mal gleich an. Hallo, lieber Götz, hier ist nochmal der Erwin aus Nähe Düsseldorf. Ich grüße alle Zuhörer, Zuschauer natürlich hier von Nähe Düsseldorf. Und heute habe ich mal eine Frage an dich. Wäre vielleicht auch eine Frage an Dr. Sommer von der Bravo, aber die bestelle ich schon lange nicht mehr. Schade. Wie sieht es eigentlich aus mit Oral? Ist Oral moralisch vertretbar oder ist das eher so eine Art Sauerei? Ja, guck mal, vielleicht hast du da eine Antwort drauf, würde mich sehr freuen und würde mich interessieren. Ja, da müssen wir dann ganz einfach sagen, was erlaubt ist, was gefällt, auch in den Philippinen. Tatsache ist natürlich, die Mädels hier, gerade die Jüngeren und die aus der Provinz, die haben nicht unbedingt die Erfahrung, die ein älterer Herr aus Deutschland hat, der schon diverse Freundinnen und Beziehungen hinter sich hat. Das heißt, ihr müsst einfach davon ausgehen, dass die Mädels ja lernen müssen, was euch gefällt. Und ihr müsst dann eben respektieren, wenn sie sagen, nee, das will ich nicht. Ja, da müsst ihr dann entscheiden, was ist euch wichtiger, das Mädel und die Beziehung oder euer Spaß. Ergo, das hängt von euch und eurer, sag ich mal, Männlichkeit ab. Seid ihr Gentleman oder nicht? Und dann direkt zur nächsten Frage. Magandang Umaga Sainyong Lahat. Hier ist Erwin Düsseldorf. Und wir haben jetzt 4:03 morgens, kann wieder nicht pennen. Ganz besonders ist mir da eine Sache eingefallen, die wollte ich doch mal fragen. Die wollte ich mal so über den Äther schicken. Ne? Hallo Götz, hallo liebe Zuhörer übrigens. Ne? Ja, ich hoffe, die anderen werden dir auch mal hin und wieder mal eine Audionachricht zukommen lassen. Ne? Die sind schüchtern. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, wie oft ist eigentlich normal? Weil vor einiger Zeit hatte ich eine Perle, ne? die stand schon, wie sagt man, Spalier, wenn ich von der Arbeit kam, ne, war die schon bereit, im Negligé, High Heels und alles. Ne? Und dann muss ich mir vorstellen, da habe ich dann 8 oder 9 Stunden mal locht und dann sollte ich dann auch noch meinen Mann stehen. Ne? Also wie oft ist eigentlich normal? Vielleicht kannst du da mal schauen, ob du da eine Antwort drauf hast. Ne? Bei mir ist eigentlich so 3-mal am Tag normal, morgens, mittags, abends esse ich was. Aber Elsie steht dann nicht in High Heels und Negligé bereit, nein. Na, auch wie eben schon gesagt, erlaubt ist, was Spaß macht und wie oft du willst, wie oft das Mädel will, das kann man nicht vorhersehen. Das hängt eben individuell ab von deiner Kondition, ob du Nahrungsergänzungsmittel-Fan bist oder irgendwie anders dich fit hältst. Das musst du feststellen, wenn du in einer Beziehung bist. Und wenn es dir zu viel ist, dann hat man einen Mund zum Reden, um zu sagen, nee, du Mädel, das geht so nicht, ich werde mit dir nicht glücklich. Kommt nicht drauf an, wie oft, ja, sondern es ist einfach die Frage, ist man miteinander glücklich oder nicht. Kommunikation ist in jeder Beziehung das A und O, damit es klappt. Nächste Frage, lieber Erwin. Hallo, lieber Götz, hier ist wieder der Erwin Nähe Düsseldorf. Ich wollte dich mal um Rat fragen. Also ich habe eine Freundin in Cebu gehabt und als ich da runterflog letzten Monat, war ich schon im 3. Monat. Aber das kann ja nicht sein, ich war ja gar nicht da. Ich meine, eine Fernzeugung gibt's doch nicht, oder? Mhm. Also die hat mir erzählt, sie sei gerade schwanger geworden, aber in Wirklichkeit war sie schon im 3. Monat. Vielleicht kannst du mir mal helfen. Wie kann man das aufklären? Dr. Sommer antwortet, wir sind in den Philippinen, in einem erzkatholischen Land und jungfräuliche Fernzeugungen sind hier eigentlich auch üblich. Grins, nein, ganz einfach gesagt, das Mädel hat einen festen Freund und du gehörst zu den Männern, die ihr ein besseres Leben ermöglichen, indem du eben Geld überweist und während deines Aufenthaltes hier für Hotel und Unterkunft und Ernährung sorgst. Ganz knallhart gesagt. Ergo, wenn das nicht das Traummädel für dich ist, die du unbedingt heiraten willst, aber in dem Fall kann man eigentlich nur sagen, Finger weg, das war eben leider nichts. Ansonsten, Verhütung ist ein Problem in den Philippinen, weil A, die Mädels nicht viel darüber Bescheid wissen und B, dann eben auch das Geld fehlt, sich regelmäßig halt die Pille zu kaufen. Im 3. Monat schwanger sein, auch da würde ich sagen, das Mädel muss nicht unbedingt wissen, dass sie jetzt im 3. Monat schwanger ist, weil über Biologie und biologische Vorgänge haben die auch null Ahnung. Das heißt, die fühlt sich irgendwie komisch und der Arzt sagt ihr, du bist schwanger. Für sie heißt das dann ja letzte Woche vielleicht. Der Arzt weiß dann mehr. Nächste und letzte Frage. Ja, hallo, hier ist nochmal der Erwin, Nähe Düsseldorf. Ich wollte noch mal fragen, ob das bei dir angekommen ist und verständlich gewesen ist. Also kommt, ich wollte eigentlich an. Wissen, ja, ich bin da jetzt nicht beschnitten. Und wenn ich eine philippinische Freundin haben möchte oder finden möchte, wie auch immer, ob ich dann mich beschneiden lassen sollte, sind die Filipinas damit zufrieden, wenn du nicht beschnitten bist? Boah, diese Motivation am Ende, die motiviert mich jetzt auch. Die Frage habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, dass du nicht weißt, ob die Mädels damit zufrieden bist, wenn du vorher doch schon gesagt hast, du warst hier schon und hast Mädels gehabt.
da hätte doch eigentlich schon mal auffallen müssen, ob die mit dir und so zufrieden sind oder nicht. Dass die Jungs beschnitten werden, das hat was mit Überlieferung zu tun. Diese Beschneidung gerade in südlicheren Ländern beugt einfach Entzündungen und der Übertragung von Krankheiten vor, weil unter der Vorhaut sammelt sich halt Schmutz an. Ja, als Mann weiß man das. Und von daher ist es eigentlich hygienischer. Aber ist das die Regel? Nein, nicht wirklich. Und achten die Mädels da drauf? Nicht wirklich. Aber auch da, wie eben schon zuvor gesagt, es hängt immer vom Mädchen ab, das du triffst, oder von der Frau, ob sie damit ein Problem hat oder nicht. Anders gesagt, ob sie mit dir ein Problem hat oder nicht. Denn es kommt ja darauf an, ob die Beziehung gut ist oder ob es nur Spaß ist. Also von daher, du musst dich nicht unbedingt beschneiden lassen. Es kommt darauf an, wie man mit den Gerätschaften, die einem die Natur gegeben hat, umgehen kann. Also von daher, macht euch mal deswegen keine Sorgen. Und falls ihr weitere solche Fragen habt, die Dr. Sommer Sprechstunde ist auch hier in den Philippinen geöffnet. Und bis denn, tschüss.